Ich werde dort von Johann Wolfgang Goethe reden, dessen Werk ein Weltvermächtnis ist. Freilich auch ein Geschenk Deutschlands an die Welt. Für dieses Deutschland und seine unverlierbare geistige Schöpfungskraft werde ich Zeugnis ablegen. Gesang der Geister über den Wassern. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Goethe hat uns gezeigt, wie der Mensch sich durch die Erkenntnis des Objektiven und durch ein tätiges Leben von der blinden Notwendigkeit befreien kann und wie wir die Welt aus einer Welt an sich in eine Welt für uns verwandeln können. Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, langen und bangen in schwebender Pein, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt. Glücklich allein ist die Seele liebt. Denn er wusste, dass sich die Welt beständig erneuert und hat sich den Namen eines Konservativen, der nur das Bestehende bewahren wolle, schönstens verbeten. Denn vieles, was bestehe, sei gar dumm und schlecht. Und was im Jahre 1800 vernünftig gewesen sei, das könne 1850 sträflicher Unsinn sein. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Tragen Klippen dem Sturz entgegen, schäumt er unmutig, stufenweise zum Abgrund. Im flachen Bette schleicht er das Wiesental hin, und in dem glatten See weiden ihr Antlitz alle Gestirne. Er ist zum Beispiel, und dies ist die bescheidenste Perspektive, der Herr und Meister einer deutschen Bildungsepoche, der klassisch-humanistischen Epoche, der die Deutschen den Ehrentitel des Volkes der Dichter und Denker verdankt. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Deutschland ist jung, wenn es sich für jung erklärt und wenn es seine berechtigten Hoffnungen über seine Befürchtungen stellt. Ich glaube an Deutschlands ewige Jugend. Der du von dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest, ach, ich bin des Treibens müde. Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, komm. Ach, komm in meine Brust. Spricht man in diesem Sinn von dem Zeitalter Goethes, so bemisst es sich nicht nach Jahrhunderten, sondern nach Jahrtausenden, und tatsächlich liegen in diesem Persönlichkeitswunder, das Goethe hieß und auf das schon den Mitlebenden die Bezeichnung ein göttlicher Mensch. Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich. Bestätigt fühlte sich Goethe auch durch den Ausspruch Napoleons, dass anstelle des Schicksals die Politik getreten sei. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Mann am Busen hält und mit dem genießt,
was den Menschen unbewusst oder wohl veracht, durch das Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Ihr himmlischen Mächte, ihr führt ins Leben uns hinein, ihr lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst ihr ihn der Pein. Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.